Moin Leute, und heute zeige ich euch, wie ihr den BF Weevil bekommen könnt. Das geheime Kompaktauto in GTA Online. Aber bevor wir mit dem Video starten, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like für das Video da zu lassen. Aber ich muss sagen, fangen wir doch mal direkt an. Was braucht ihr, um dieses Fahrzeug haben zu können? Naja, ganz ehrlich Leute, ihr müsst, um dieses Fahrzeug zu bekommen, 3 Missionen von Keine Musik gespielt haben, beziehungsweise bestanden haben. Denn ihr müsst 3-mal dem DJ bzw. English Dave helfen und als Dankeschön werdet ihr dieses Fahrzeug bekommen. Aber um diese Mission überhaupt triggern zu können, müsst ihr den Perico Heist als Host 1-mal durchgespielt haben, Leute. Das bedeutet, ihr müsst als Host diesen Heist komplett durchgespielt haben, dann könnt ihr theoretisch die Mission triggern. Aber mein Fall, Leute, sage ich ehrlich, meine Erfahrungen waren so, da ich die Mission von Tom Connors noch nicht durchgespielt hatte, hatte sich bisher immer nur Tom Connors gemeldet. Und erst nachdem ich die Tom Connors Mission durchgespielt hatte, hat sich English Dave von mir telefonisch gemeldet. Also das bedeutet, wenn bei euch nur Tom Connors euch fragt, ey, kannst du eine Mission für mich machen, dann spielt sie am besten. Denn wenn ihr die alle mal hinter euch habt, das sind ja auch nur um die 3 oder 4, dann kommt bei euch English Dave. Und auch noch eine wichtige Sache, ich war immer als CEO registriert, wo ich angerufen wurde. So als kleiner Tipp nebenbei, würde ich euch auch sagen, ihr solltet euch als CEO registrieren, dann kommt der Anruf auch etwas schneller. Aber was ist, wenn ihr jetzt mal eine Mission gespielt habt für irgendeinen DJ, also sei es hier für ein Tor Commerce oder keine Musik für English Dave? Dann müsst ihr jedes Mal 8 Stunden in Real Life warten. Das bedeutet, sobald ihr eine Mission gespielt habt für irgendeinen DJ, es ist völlig egal welcher DJ, dann müsst ihr jedes Mal 8 Stunden warten. Und da es hier für diesen Weevil 3 Missionen gibt von Keine Musik, braucht ihr mindestens einen kompletten Tag, um dieses Fahrzeug überhaupt bekommen zu können. Aber was sind denn jetzt die 3 Missionen, die euch triggern könnt? Naja, bei mir war es jetzt die erste Mission Skater Merchandise. Wir mussten ein Skater Merchandise stehlen und zu Keine Musik bringen. Die zweite Mission war bei mir Pizza. Ja, die hatten irgendwie Hunger auf Pizza, deswegen musste ich den Pizza beschaffen. Und die dritte und letzte Mission war bei mir, dass ich die Charaktersteine zurückholen sollte. Naja, die Charaktersteine war irgendwie eher eine Mission für English Dave, aber generell zählt es auch bei Keine Musik. Aber Leute, es ist völlig egal, in welcher Reihenfolge die Mission kommt, denn die Reihenfolge ist unterschiedlich. Aber das sind die 3 Missionen für Keine Musik, um dieses Fahrzeug zu bekommen. Und was ist, wenn ihr jetzt die ganzen 3 Missionen gespielt habt? Dann werdet ihr wieder einen Anruf bekommen. Und nein, keine Sorge, Leute, ihr müsst keine 8 Stunden nach der dritten Mission warten, um Gottes Willen. Nein, ihr müsst praktisch einen GTA-Tag warten, also eine Stunde ungefähr. Also in meinem Fall habe ich erst einfach mal eine Mission gespielt, beziehungsweise bin in die Lobby gewechselt und danach kam der Anruf auch relativ sofort. Denn English Dave bedankt sich natürlich bei euch und schenkt euch seinen Wagen. Den Wagen findet ihr bei Los Santos Flughafen und dort könnt ihr ihn euch abholen und dann einfach einsteigen und schon könnt ihr in die Garage so gesehen aussehen, wo er stehen soll. Und danach gehört das Fahrzeug euch und ihr könnt es tunen. Das Tuning von diesem Fahrzeug ist natürlich wiederum auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also es gibt wirklich extrem viele Möglichkeiten bei diesem Auto. Also ihr könnt es theoretisch einmal zum Rallye-Auto umtunen oder, wie ich es hier gerne mache, zum Surfer-Auto. Ne? Für mich ist das hier irgendwie so ein Surfer-Auto, so lass mal die Seele baumeln am Strand. Deswegen habe ich einfach nur ein Surfbrett oben drauf gemacht und habe es sonst relativ original gelassen. Er hat natürlich sehr, sehr viele Designs, muss man dazu sagen. Was natürlich auch ziemlich cool finde, denn so ein Auto finde ich einfach generell sehr cool, muss ich sagen. Und ihr könnt auch direkt zum Herbie umtunen, falls es euch noch was sagt, falls nicht, auch nicht schlimm. So einfach ist das, so bekommt ihr ein sehr, sehr cooles Auto for free mit richtig coolen Designs und Möglichkeiten. Aber Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich immer noch nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst verpasst ihr diese krassen Tutorials. Aber ich bin mal raus, Leute. Ich höre euch beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.